Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter und jetzt einmal letzter Teil über Astrologie. Im fünften möchte ich dann noch ein paar andere Dinge besprechen. Das heißt, bringen wir das hier flott zu Ende. Was mir nicht so gut gefällt, ist die Opposition zwischen Mars und Pluto, weil hier geht es um absoluten Vernichtungswillen. Ja? Also das heißt, das ist dann schon ein bisschen eine Hardcore-Geschichte. Das heißt, wir sind gewappnet, wir müssen aufpassen. Wir müssen sehr aufpassen. Obendrein ist der Pluto im Steinbock und er gilt an sich fürs achte Haus, aber wenn ich für Mond, Saturn diese Regel heute außer Kraft setze, muss ich das auch für Pluto machen. Das heißt, der totale Vernichtungswille, der Schergen, ja, wird offensichtlich, weil es im siebten Haus ist. Ja. Und gleichzeitig haben wir hier Spitze siebtes Haus im Steinbock. Und der Herrscher von sieben steht in acht in Konjunktion zum Mond. Also das heißt, die Verträge mit Deutschland, aber auch mit dem Finanzsystem, dürften offensichtlich zu Ende gehen. Achtes Haus. Und auch diese Halbsumme. Jupiter, Saturn, Pluto. Jupiter, Mond, Saturn, Pluto bedeutet, dass hier jetzt sehr vieles zu Ende geht. Ich würde sagen, hier geht halt eine, Epoche, Ära, Zivilisation, kann man jetzt schwer sagen, ja. Aber es geht hier gewaltig was zu Ende, weil eben hier im realen Satanismus alles auf dem Materiellen aufgebaut ist. Und das Materielle ist eben nicht das Wichtigste. Aber dazu eben dann mehr im fünften Teil. Ja? Also wir sehen hier ein großes Scheitern. Was für uns natürlich am interessantesten ist, ist der Jupiter als Herrscher des sechsten Hauses im neunten Haus. Also hier ist die Verbindung der Krankheitsmaßnahmen mit dem neunten Haus. Ja, derzeit ist gerade, wir haben wieder eine neue Variante gefunden in Thailand. Die Thailand-Variante ist aufgetaucht, nach der Indien-Variante, nach der Mexiko-Spanien-Variante und wir gehen den ganzen Globus durch. Ja, also da warten noch einige Variationen und Varianten auf uns, nur das ist alles nur noch Kabarett, was hier mit uns gespielt wird, das ist alles nur noch, wenn es nicht so dramatisch und tragisch wäre, wäre es eine Lachnummer, wie ich euch gesagt habe, wie schon viele andere auch gesagt haben, ich wiederhole es ja nur, bitte achtet auf eure Kinder, bitte lasst das nicht mit euch machen, lasst das unter keinen Umständen mit euch machen, ich sage immer, spielt auf Zeit, jede gewonnene Woche ist eine gewonnene Woche, weil hier sehen wir, die drehen durch, die werden irre, die sind gaga, ja? Die sind zu allem bereit und wie die Zahlenenergien ja auch gesagt haben, maximale Gewaltanwendung. Also das heißt, jetzt heißt aufpassen, wie geht es der Wirtschaft, wie geht es der Industrie, Handel, Spitze drittes Haus im Löwen, was an sich eine gute Sache wäre, was eine stark besetzte Sache wäre. Aber wenn der Herrscher des dritten Hauses im zwölften Haus ist, auch wenn er in Konjunktion mit dem nördlichen Mondknoten steht, ist das einmal nichts sonderlich Gutes. Ja? Und das Finanzsystem, Spitze zweites Haus, auch im Krebs, im achten Haus, der Mond in Konjunktion mit Saturn, der Herrscher des achten Hauses ist und auch des siebten Hauses. Also das heißt, hier wird auch das Finanzsystem in der Öffentlichkeit, siebtes Haus und auch durch Verträge gesteuert, den Bach runtergehen. Und auch hier hätten wir die Auslösung, auch hier wäre die Auslösung Ende Juli. Aber ich würde dem nicht so trauen. Ich glaube, wir werden schon vorher Probleme haben. Eines wollte ich noch sagen zu Uranus im 11. Haus. Das ist der Herrscher des 9. Hauses. Also das heißt, hier stirbt offensichtlich, weil wir haben hier das Jahresquadrat zwischen Saturn und Uranus. Und hier stirbt offensichtlich, weil warum sterben? Saturn ist der Herrscher des 8. Hauses. Ja. Hier stirbt die Verbindung zu befreundeten, verbündeten Staaten. Also auch hier geschehen große Vorgänge. Warum? Naja, wenn Geld knapp werden, wenn die Ressourcen knapp werden, ist ja logisch, dann werden auch aus Freunden schnell Feinde und Rivalen. Rivale kommt ja von Rivus oder vom sich gegenseitig das Wasser abgraben. Gut, heute nur fünf Teile, aber dafür weiter zum fünften und besten Teil. Ende.